Ja, meine Damen und Herren, wollen wir uns daran beteiligen? Ja, wollen wir dies? Nein, wir wollen dies nicht. Aber wir wollen doch ein wenig warnen. Ja, das wollen wir denn nun schon. Natürlich. Weil Geschichte könnte doch wirklich seinen falschen Weg nehmen. Und wer will denn das nun schon, ne? Und deshalb haben wir uns da einmal einen eingeladen, der will uns da ein bisschen aufklären. Natürlich, ja, und das tun wir denn hier mal. Ton ab, bitte. Na bitte schön, es geht doch. So, Sie sind da einer mit historischen Einblicken, ja? Und Sie sagen uns doch zum aktuellen Geschehen einmal, ja, wie es sich so verhält, ja? Ja, das kann ich machen. Also, Sie müssen sich das so vorstellen, ja? Also, der Reichstag hat gebrannt. Und man hat ja dann auch unter den Schaulustigen einen Täter ausgemacht. Ja, der van der Lubbe. Ja, na, und der hat den politischen Hintergrund. Und mit dem politischen Hintergrund dieses van der Lubbe war natürlich das ganze Feld von dem, wo man damals mal gesagt hat, da geht es hin, von da, das ist Deutschland sein Übel. Das wurde politisch so ausgeschlachtet in ein Schwarz-Weiß, Gemache der Propaganda. Na, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, ne? So, und jetzt sage ich Ihnen da mal was. Ja, ich weiß, was hier in Europa los ist. Da schauen Sie sich das mal mit der Notre Dame an. Niemand weiß, was da wirklich passiert ist. Und trotzdem gehen die Schuldzuweisungen. Genauso wie bei einem van der... Ich sage es Ihnen, es war der van der Lubbe. Es kann ja nicht anders gewesen sein. Die Notre Dame ging zugrunde da jetzt mal für eine Übergangszeit. Von 5 Jahren muss ja wieder aufgebaut werden. Das war der van der Lubbe. Das war die Auferstehung eines van der Lubbe. Und der Macron, soll ich Ihnen sagen, der benimmt sich da wie ein Hitler oder was? Die ganze Propaganda, das ist doch alles in eine Richtung. Selbst von, was lese ich denn da? Ein katholisches Lager. Irrsinnige Weiber. Schreiben sich die Finger wund über italienische Zeitungen. Der Laizismus ist daran schuld. Da wissen wir doch, wo die Schuldzuweisung hingeht, ne? Man hat sich da eine falsche Religion ins Land gelassen. Na, Ablasshandel. Und man soll wieder hier christlich und du machst mal, ne? Das ist es doch, ja. Und was macht man hier in Deutschland? Ja, natürlich. Da geht auch von einigen Leuten. Die wissen davon rechts sofort, in welche Richtung der Religionsrichtung. Das ist doch. Und das ist es doch. Es ist ein van der Lubbe unterwegs gewesen in der Notre Dame. Das ist es. Das kann ich Ihnen sagen. Und wenn Sie da historisch zu dumm sind, für aus dem Bus zu gucken und das nicht bemerken, dass sich die Geschichte angeblich wohl anfangen will, an so einen Schwachsinn zu wiederholen. Da müssen Sie sich mal am Kopf fassen, ob Sie noch gesund sind, ne? Ja, es ist immer so einfach. Ja, schon nach, weiß ich nicht, 2 oder 3 Tagen einfach zu sagen, ohne etwas, es ist nichts untersucht von der französischen Staatsanwalt, nichts. Und die Schuldzuweisungen sind schon in der Welt. Das ist doch, das ist doch. Das ist sein van der Lubbe-Fall. Notre Dame und sein van der Lubbe. Das ist es hier gewesen. Ja? Das sage ich Ihnen. Und dann geht die, und die, ich sage es, die Geschichte marschiert in die Richtung nach Wunschdenken. Das ist es doch. Mann, sind wir eigentlich alle vollkommen verblödet oder was ist hier los? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, auch ich rette nicht Europa von diesen Irren, diesen Wahnsinnigen. Ja, dann danke ich Ihnen mal. Mehr kann man ja dazu nicht mehr sagen. Natürlich. Ja, Van der Lubbe und die Notre Dame. Dann haben wir das dann auch mal gehabt. Ja, ich danke Ihnen denn schön. Ja, vielleicht eine nachdenkliche Minute. Vielleicht darf man das auch nicht sagen. Nein, das darf man alles nicht sagen. Nein, das ist vollkommen irre. Aber wir dürfen es sagen, weil wir das nämlich überall lesen. Diesen ganzen Quatsch. Ach, regen wir uns hier auf. Lasse man das sein. Ihre Berliner Ecke. Glauben Sie überhaupt nichts. Wir sagen es immer wieder. Glauben Sie gar nichts. Die Sache muss untersucht werden. Vielleicht findet sich ja was. Wir wissen es doch nicht. Bleiben Sie uns wohl auf, Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk.